zu dieser Leistung zu kommen, hat der österreichische Nachwuchsmeister 1981 4 Jahre lang trainiert. Bis zu 5 Stunden täglich arbeitet er an seinem Körper. Ausdauer, Zähigkeit und die Überzeugung, dass ein muskulöser Körper die Lebensfreude steigert, haben diesen Sport für ihn und seinesgleichen fast zu einem Glaubensbekenntnis gemacht. Neben sportlichen und sonstigen Ehren kann er inzwischen auch beruflichen Erfolg verbuchen. Er betreibt eines von zahlreichen Innsbrucker Privatstudios und bestreitet damit seinen Lebensunterhalt. Unter seinen Kunden sind neuerdings auch Frauen zu finden. Der Anteil liegt schon jetzt nach einem Jahr bei 20%. Die Ziele allerdings sind nicht dieselben wie bei den Männern. Schöne Mädchen wollen noch schöner und vor allem fit werden, ohne allerdings ihre Weiblichkeit zu verlieren. Und so manche hat schon viele überflüssige Kilos im Zusammenwirken von Training und Diät verloren. Die Anhänger dieses Sports haben nur eine Sorge. Wie können sie ihr angeschlagenes Image verbessern? Wie können sie die Menschen davon überzeugen, um wie viel lebenswerter der Alltag ist mit einem schönen, durchtrainierten Körper unter dem Motto: In einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Und eben dieser wird ihnen noch immer von Kritikern häufig abgesprochen.